Und über die aktuelle Situation an diesem Donnerstagmorgen kann ich nun sprechen mit Axel Storm, den ich recht herzlich in Tel Aviv begrüße. Guten Tag, Herr Storm. Hallo, Nachbarn. Zunächst die Frage, Herr Storm, wie ist aktuell an diesem Donnerstagmorgen die Situation in Israel und in Tel Aviv? Ja, wir hatten sehr unruhige vergangene 24 Stunden. In Tel Aviv selbst ist es ruhig, aber es gab bis in die frühen Morgenstunden wieder Raketenbeschuss auf Israel, abgefeuert aus dem Gazastreifen von der Hamas. Betroffen waren vor allen Dingen Städte im Süden des Landes. Und wir haben es ja eben im Beitrag auch schon gesehen, die israelische Armee ist wieder massiv vorgegangen gegen, wie sie sagt, Terrorziele. Terroristische Infrastruktur im Gazastreifen, das Tunnelsystem ist ins Visier genommen worden, Dutzende Ziele sind beschossen worden. Also heute der Tag, ähnlich wie die Tage zuvor, keine Deeskalation. Nun hofft ja Israel, aber auch die Bevölkerung im Gazastreifen vor allem auf eine mögliche Waffenruhe. Es heißt jetzt hier in Meldungen, ein hochrangiges Mitglied der Hamas halte eine Waffenruhe in, wie es heißt, ein oder zwei Tagen für möglich. Wovon würde denn so eine Waffenruhe abhängen? Ja, dieses Statement wird auch hier in den israelischen Medien zitiert. Wir können das natürlich nicht gegenchecken, aber es ist schon relativ klar, dass der Hamas jetzt nach 10 Tagen militärischem Konflikt vermutlich auch einfach die Mittel etwas ausgehen. Wovon hängt eine Waffenruhe ab? Sie hängt ab vom internationalen Druck, von den Verhandlungen hinter den Kulissen vor allem, von Einzelgesprächen. Sie hängt aber mutmaßlich am stärksten davon ab, wann Israel zu der Einschätzung kommt, dass seine militärischen Ziele erfüllt sind. Und das ist vor allen Dingen eine massive Schwächung der Terrororganisation im Gazastreifen, auf das die nächsten Jahre Ruhe ist. Nun gab es ja gestern da richtig Klartext von US-Präsident Biden. Er hat ja dem Premier Netanyahu unmissverständlich klargemacht, dass er Deeskalation von Israel verlangt. Was bedeutet das denn in der jetzigen Situation für Netanyahu? Also die Worte des US-Präsidenten haben in Israel immer Gewicht und wir haben uns alle gewundert, dass in den vergangenen Tagen aus Washington so zahme Töne kamen. Tagelang war ja immer die Rede davon, Joe Biden würde einen Waffenstillstand unterstützen. Jetzt, gestern, haben die Amerikaner mal mit dem Fuß aufgestampft und haben eingefordert, dass jetzt bald eine Waffenruhe einkehrt. Was bedeutet das? Es bedeutet im Prinzip, dass man hier in Israel sensibel dafür geworden ist, dass das, was im Gazastreifen jeden Tag passiert, inzwischen wirklich auf dem Radar der internationalen Staatengemeinschaft ist. Es bedeutet aber nicht, dass Israel sich von seinem Kurs abbringen lässt, zumindest nicht unmittelbar. Mhm. Zum Schluss noch, Herr Storm, Außenminister Heiko Maas will ja heute beide Seiten besuchen, um, wie er sagt, auszuloten, was die internationale Gemeinschaft tun kann, um einen Waffenstillstand zu ermöglichen. Wie sinnvoll ist denn diese Aktion? Ja, das ist für uns natürlich schwer einzuschätzen, wie sinnvoll diese Aktion ist. Aber Heiko Maasens Besuch hier in Israel ist einer von vielen diplomatischen Bemühungen, einzuwirken auf diesen Konflikt. Es gab gestern Nachmittag eine große Versammlung mit dem israelischen Premierminister, der Diplomaten aus Dutzenden von Ländern die Situation Israels hier vor Ort in Israel erklärt hat und auch die Strategie Israels erläutert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass Heiko Maas jetzt hier das Zünglein an der Waage ist. Aber es ist natürlich ein symbolischer Besuch und das hat ja auch seinen Wert. Das war Axel Storm aus Tel Aviv. Ich sage vielen Dank für diese Einschätzung und einen schönen Tag noch nach Tel Aviv, soweit das unter diesen aktuellen Umständen möglich ist. Dankeschön.